Ladies and Gentlemen, welcome to German Pussy Gaming. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistenz. Heute wieder mit dem Max. Hallo. Und ein wunderschöner Oktoberherbsttag. Wir sollten mal kurz durchsprechen, was wir jetzt eigentlich noch genau machen müssen. Was ist denn du da? Verbranntes Warum bist du so Fleisch. Blutverschmiert? Bin ich? Du bist blutverschmiert. Geronimo! Bei mir bin ich nicht blutverschmiert. Na, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Schau mich mal an. Doch, immer noch. Im Gesicht und auf der Brust. Ach, dann hab ich irgendwas. Was brauchen wir jetzt für die Kleidung? Ach so. Stimmt, das wollten wir jetzt mal machen. Genau, wir wollten noch... Stoff und Federn. Okay, wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? 3. Naja. Haben wir noch Nägel? Mehr Baumwolle? Nee, doch, eine Baumwollpflanze haben wir, toll. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zwei Wölfe, haben wir gesagt, und ein Hühnchen, oder? Oder irgendwie so. Genau. Ich schau jetzt mal, ich mache nur unsere Feuer schnell wieder an. Ja, das Problem ist, dass ich nur noch 3 Pfeile habe, das heißt, ich muss die Wölfe fast... Ich habe aber nur noch einen Schuss in meinem Gewehr. Mach doch die Wölfe mit der Pistole. Ja, wenn du Hunger hast, ich habe Essen, gell? Okay. Gut, wir können jetzt mal hier in die Richtung von dem einen Jäger, den wir getötet haben, einfach mal vorbeilaufen dahinter. Also in Osten? Ja, Südosten so. Ja, aber können wir eh mal, da wo die Karte halt... Okay, das ist schon aufgedeckt, aber... Nicht zu dem großen See zum Beispiel waren wir nicht. Da wo wir mal in der ersten Ding waren. Aber wo ist der? Zum Test. Ja, einfach östlich jetzt laufen. Ja, da kommen wir aber an dem anderen Jäger, glaube ich, vorbei, gell? Der so gut war. Eine E2. Nee, Osten nicht. Der ist doch aber in die Richtung. Nee, der war im Nordosten. Och. Den haben wir getötet. Den da hinten haben wir getötet. Der erste, der uns mal getötet hat, den haben wir nicht getötet. Nee, der ist im Norden. Hier ist der, den wir getötet haben. Lass ihn wohl. Ja, genau. Laufen wir mal andersrum. Du hast keine Lust auf Wolf. Wo läufst du lang? Rechts rum. Ah, ist eine Kiste. Glaube ich. Nee, links ums Feuer bin ich, ums Wasser gelaufen. Oh, ich bin die ganze Zeit noch so aufs Scum. Okay, ich hör den Wolf schon. Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt. Deswegen bin ich andersrum gelaufen. Ah, ich sehe auch eine Kiste. Ich bin auch so auf Scum immer aus, dass ich so mit dem Mausrad die Schnelligkeit machen will. Wir haben gestern nämlich Scum aufgenommen. Vorgestern. Schön. Stimmt, gestern war ja mein 7-jähriges. Übrigens, weißt du, was sie mir geschenkt hat? Was? Du meintest, Blumen wären wenig, aber wir haben gesagt, wir schenken uns ja wenig. Sie hat ein Bild von Gronkh abgepaust. Ja, das hast du mir schon gesagt, ja. Ah, okay. Wo bist du denn? Ich hab gerade gehört. Ich? Ja. Oh, ein Elch. Die haben doch Pumpfzeit, oder? Ja. Ja, wo denn? Wo bist du denn? Schau auf die Karte. Ah ja. Schießt du jetzt auf den? Ja. Keine gute Idee. Schieß auf ihn! Oh. Bist du tot? Töte ihn schnell! Töte ihn! Du hängst an seinem Geweih! Ja, töte ihn, Max. Will ihn aber nicht töten. Das schaffe ich doch niemals. Aber der bringt richtig viel Zeug. Ich habe auch schon mal einen getötet. Aber es war beim Haus, das war wahrscheinlich klüger. Ja. Das beim Haus zu machen. Ich probiere mal, ob ich hier auf den Felsen hochkomme. Nee, komme ich nicht. Auf den anderen Felsen da. Ich komm wieder in deine Richtung. Ich laufe mal auf den Felsen und versuche ihn von da aus zu töten. Ich denke, da wird er mich ja nicht verfolgen können. Ja, hoffentlich. Also getroffen habe ich ihn. Und was macht er? Er läuft in meine Richtung. Dann schießt du nochmal drauf. Ja, ich muss meine Pfeile hernehmen. Ja. Ich habe auch wieder 2 Pfeile gefunden. Jawohl, getroffen. Boah, der hat noch voll viel Leben. Aber ich habe den schon mal erwischt.
Läuft er da immer so blöd hin und her? Jawohl, getroffen. Er versucht hochzukommen zu dir wahrscheinlich. Jetzt habe ich daneben geschossen. Jetzt muss ich mit der Schrote schießen. Eieiei. Oh Mann, zappel halt nicht so. Ich habe hier ein paar... Ah, ich habe deinen Schuss gehört, glaube ich. Müsste ich in der Nähe sein. Ich glaube, ich treffe ihn gar nicht. Der Schrote. Ist er noch in der Nähe von meinem... Rucksack? Ja, ja. Toll, keine Munition mehr. Nichts. Kannst du ihn irgendwie weglocken? Ja, wenn ich jetzt runterlaufe, dann killt er mich wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass der dich jetzt angreift, weil er gerade auf mich fixiert ist. Okay, ich bin kurz vor meinem Zeug. Ach, da. Achso, er hat noch 38 Leben. Das schaffe ich ja mit einem Pistolenschuss. Mach das mal. Kannst du ihn beobachten, ob er zu mir läuft? Warte mal. Kann aber auch keine Munition herstellen. Pass toll. Auf. Noch, schau. Jawoll. Ah. Nein, nein. Meine jetzt. Ist das so lustig aus? Ach nee, oder? Ach, hör auf! Was denn? Ja, schau mal, weg? Wo ich gespawnt bin! Ich sehe ihn nicht. Ja, ah, genau. Da hinten! Ah, richtig weit weg. Ich schlachte jetzt mal den. Also war es doof, den zu schlachten, weil da gibt es auch wieder. Wir haben zwar jetzt die zwei Stoff. Aber es gibt doch jede Menge Essen wieder, das wäre natürlich jetzt wieder verfällt. Ja, lauf halt heim. Ja, und dann? Ja, dann machst du das Essen, grillst es, weil Stoff haben wir jetzt, dann brauchen wir praktisch bloß noch ein Hühnchen. Aber reicht es schon? Ja, wir brauchen nur zwei Stoff. Okay. Ich weiß bloß nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Ich sehe mein Todes... Ach, da ist es. Ja, dann koche ich mal. Der Kühlschrank wäre halt geil, wenn wir uns den bald leisten könnten. Aber, nee, aber wir müssen uns erstmal auf Strom konzentrieren. Ich schaue jetzt mal, wie viel so eine blöde Solaranlage kostet. Hä, wieso habe ich nur noch 56 Leben? Obwohl ich wieder aufgewacht bin. Ich habe auch nur 70. Was ist jetzt los? Oh, ein Bär. Jetzt habe ich aber auch nur noch zwei Schuss in meiner... Ich habe noch ein paar 9mm in meinem Inventar, aber das... gut. Kann ich dir dann geben. So. Toll, ich habe null Munition mehr, gar nichts. Ja, das ist natürlich ja. Doof. Das heißt, ich kann aber auch kein Hühnchen jagen. Halbieren. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg hier irgendwas. Leber tue ich auch mal rein. Dann war's jetzt fertig, ja. Dann laufe ich mal in den Süden. Einfach drauf loslaufen. Ich laufe langsam mal zurück und hole mir die Pfeile und schaue, dass ich da noch ein Hühnchen erlege. Ja. Ich habe es jetzt schon immer das Seh Wert... Seh dich. Wert mal aufnehmen. Oh, ich bin gerade erschrocken. Bist es du? Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es erst. Während mal aufnehmen, überlege ich mir schon mal, was kann ich reinschneiden, was nicht. Das finde ich eigentlich relativ cool. Aber bis ich es dann wirklich schneide, habe ich wieder alles vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen. Eigentlich müsste ich nach jedem Ding immer gleich schneiden. Was wäre. Was bauen wir denn als nächstes eigentlich, wenn ich jetzt so viele Nägel habe? Wir könnten entweder erweitern, je nachdem, in eine Richtung. Oder einen zweiten Stock. Oder einen zweiten Stock gleich. Kannst mal gucken, ob wir schon die Leitern bauen können. Die Treppe. Oh, jetzt ist ein Wolf hinter mir her, glaube ich. Gut, dass der nicht so viel Ausdauer hat. Da ist ein Wolf und da vorne ist ein Puma. Ja, toll. Jetzt soll ich nicht wieder knurren. Ich laufe doch schon weg. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin doch nur ein Kistenjäger. Die Kistenjäger, die neue Serie auf Netflix, auf D-Max. D-Max kommt sowas immer. Aber jetzt ist es wieder dunkel, ich glaube, jetzt muss ich auch wieder zurückkommen. Ja, ich werde morgen nach dem Hühnchen gucken. Ja.
Keine Kisten hier, keine Ich glaube, jetzt Kisten gerade da. noch Holz, bis die Ja, ich. Nacht da ist. Hast du vorher den großen Baum geholt für die. Einen, ja. Okay. Das war nicht der, es war noch war ein anderer. Ja, ich laufe auch gerade zu einem großen Baum. Ja, Und dann komme ich mach das. zurück. Hack auch ein bisschen Holz. Dass wir die Nacht überstehen. Danach können wir uns ja überlegen, was wir bauen wollen. Ja. Dass wir unsere Basis mal schön erweitern. Und uns vielleicht echt auch mal anstrengen, dass wir so eine blöde Solaranlage kriegen. Was brauchen wir dafür? Ja, gut, Hirschgeweih brauchen wir da relativ viele dafür. Wieso braucht man ein Hirschgeweih für eine Ja, Solaranlage? keine Ahnung. Ja, achso, weil wir brauchen Klebstoff und das macht man aus Hirschgeweih. Aber die Frage ist, ob wir jetzt eine Solaranlage wirklich noch brauchen vor dem Winter, weil im Winter wird die eh nicht viel produzieren. Ja, oder Windkraft halt, aber da brauchen Windkraft brauchen wir noch mehr Geweihe. Deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, wir machen einfach Solaranlage, weil Sonne scheint ja eigentlich immer. Naja, nee, in der Nacht nicht. Und Wind ist in der Nacht auch. Ja, aber es kostet so viel. Wir müssten ja so viel Hirsche erlegen. Und da sind wir noch nicht so gut drin. Ja, ich glaube, da Also. muss man einfach nur warten, bis es wieder nicht mehr Brunftzeit ist, weil dann sind die nicht aggressiv, sondern laufen weg. Dann ist ja eher schwerer. Man müsste Ja, die. wieso? Man müsste. Muss der ja bloß hinterherlaufen. Ja, stimmt. Haben wir jetzt noch was zu essen? Immer im Inventar habe ich was. Wenn ich heile ankomme und der Wolf aufhört zu knurren, dann kann ich es dir geben. Wenn du hungrig bist. Ah, schau, jetzt ist eine von meinen Flaschen auch weg. Also jetzt habe ich zwar wieder zwei, weil eine habe ich ja wieder zubekommen, aber Ja, ich habe jetzt drei Stück sogar. die Ich eine habe. war weg, die zweite praktisch, die zweite Flasche. Er ist nicht. Nee, doch nicht. So, wir haben wieder drei Maden. Ja, Leute, mit diesem Sonnenuntergang lassen wir euch mal in die Nacht. Und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Wir sind wieder zurück. In der Nacht haben wir besprochen, wie wir hier weiterbauen wollen. Und ich habe einen Holzofen gebaut, den wir jetzt hier hinsetzen. In der Hoffnung, dass es im Winter dann schön warm ist hier drin. Jetzt eh schon 20 Grad, voll geil. Fettschmelze, cool. Anzünder brauchen wir aber auch. Mache ich mal einen Anzünder, nehme gleich das ganze Fett mit. Ja, und ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung ich als nächstes am besten gehe. Das Fett brauchen wir nur für Biokraftstoff, okay. So, einen Anzünder stelle ich her. Dann lege ich meine letzten vier Holz da rein. Jetzt hier einfach das Ich Erde. müsste eigentlich einfach in den Süden laufen, das ist bei mir noch alles schwarz. Great Weg Süden, Südwesten, sowas die So, Gegend. Anzünder, Aber das Anzünder. sind halt die Berge, das. Naja. Gut. Ich lauf mal. Da hat gar nicht alles fett reingepasst. Okay, ja, ich hole ein bisschen Holz. Kurz für den Ofen. Ah, hier liegt wieder eine Kiste, sehr schön. Bauen die auf Ja, einmal wieder mehr, gell? wir haben viel vor hier in diesem. Schießt du gerade? Hast du geschossen? Nee. Ah, ich glaube, unser Jäger ist wieder zurück, den Kann wir gut geflüchtet sein. haben. Oder ist es Ne, neuer nein, da? nicht der. Nein, wir haben doch zwei gehabt. Der eine, der uns getötet hat, den hatten wir Ja. nicht getötet. Das könnte der auch sein. Nee, aber ich sehe ja, dass da, wo wir vorher den getötet haben, dass da jetzt wieder ein Lagerfeuer brennt. Okay. Weil Aber spawnen. der uns getötet hat, der ist im Norden. Aber die spawnen doch nicht wieder, dachte ich. Anscheinend. Wäre ja scheiße. Was bringt's mir da, wenn ich sie töte? Man kann deren Loot klauen. Und vielleicht macht er jetzt Vergeltungsangriffe, wo er wieder da ist. Das kann halt sein. Dass es so gemeint ist mit nur Vergeltungsangriffe. Aber Dass dafür haben sie der aber auch. bis jetzt immer recht fleißig angegriffen. Ja, aber nur wenn sie vorbeigelaufen sind. Also wenn sie uns gesehen haben. Es war ja kein direkter Angriff, also ist nicht hergelaufen zu uns absichtlich. So kann ich mir das erklären. Wer weiß. Glaubst du mir nicht? Ich weiß es nicht. Ja, der ist zum Angeln gegangen und hat dann auf uns geschossen. Jetzt gerade schon wieder, oder was? Ne, Nee. vorhin Ach, du meine ich. meinst vorher. Ja, okay.
Halt mal, da haben wir auf ihn geschossen, er hat auf uns geschossen. Na, der eine hat uns auch einfach so angegriffen. Oh ja, ein Apfel. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt hier nochmal was reintue? Ah, da gibt es wieder zurück, wenn es zu viel ist, okay. Ah, cool. Fettschmelze funktioniert. Wir haben jetzt wieder 6 Biokraftstoff. Sehr gut. Tue ich gleich mal in unseren Generator rein. Hier die Asche. Wie viel braucht denn der, bis er voll ist, der Generator? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht. Hatte noch nicht voll. Tomaten sind fertig. Baumwolle ist fertig. Probieren. Obwohl, ich kann ja mal reintun. Ah, ein Hühnchen, ein Hühnchen, ein Hühnchen. Probieren. Probieren. Hier ist noch nichts fertig. Tu es einfach jetzt mal rein. Dann die Baumwolle. Ah, ein Stoff kann ich schon machen. Dann brauchen wir schon mal einen Stoff weniger. Ah, ich kann zwei Stoff machen. Dann brauchen wir nur noch einen Stoff. Warte kurz. Ja! Das hast du erwischt? Das selbstverfreilich. Was? Huhn. Das lebt sogar noch. Aber nicht mehr lang, weil es nur noch 5 Leben. Okay. Also gleich mal gucken, jetzt töte ich das gleich mal. Ah, knack. Bäh. Ach so, aber schlachten tue ich jetzt nicht, weil sonst verdirbt das Fleisch. Also wir haben 9 Stoff, wir brauchen noch einen Stoff. Ein Stoff und 2 Federn. Ja, die Federn kriege ich schon zusammen. Okay. Und dann müssen wir halt mit den Schuss, die wir haben, noch einen Wolf jagen. Das geht, ist ja auch gleich gemacht. 2 Samen ziehen. Gleich wieder anpflanzen. Gut. Ich laufe jetzt hier mal so am Berghang lang. Welche Richtung bist du gelaufen? Südwesten. Okay, dann laufe ich mal Richtung Südosten. Ja. Pass auf, das sind Pumas irgendwo, okay? Du kannst ja praktisch mal links am Berg vorbeilaufen. Ich laufe rechts am Berg vorbei. Muss noch ein bisschen Holz noch hacken auf dem Weg. Holz brauchen wir. Angeln muss ich auch noch, bevor es dunkel wird. Muss ich dran denken, aber es ist ja jetzt gerade hell geworden. Ah, sehr schön. Nochmal eine Kiste. Ah, eine Feder. Gott sei Dank, ich kann ja, wieder cool. einen Pfeil. Achso, nein, die hebe ich jetzt auf. Brauchen wir jetzt keinen Pfeil. Da ist ein Wolf. Stoff wäre wichtig. Ein einziger Stoff. Ja, den kriegen wir so noch zusammen, das ist kein Problem. Ja. Irgendwo kriegen wir den her. Baumlarve wieder gefunden, sehr schön. Ah, eine Kiste. Eine Kiste. Muss aber sagen, jetzt wo es so, wo es Winter wird, sieht man die Fasern viel leichter. Ja, ich sehe richtig viele gerade. Ja, den wir angeschossen haben, der ist wieder am Leben. Ich sehe ihn da rumlaufen. Er hat auch schon weitergebaut an seiner Basis. Das ist ja scheiße. Die kann man wenigstens zerstören, damit man da dann seine Ruhe hat. Ja, vielleicht muss man ja deren Basis zerstören. Und deren, dann bauen sie wahrscheinlich woanders wieder, ja, das kann natürlich sein. Genau, deren komischen, der Computer von denen halt. Ja, aber das dauert ja ewig, bis ich den zerstört habe. Ja, aber vielleicht, wenn man irgendwann einen Molotow-Cocktail hat. Aber selbst damit hat er bei uns auch kaum Schaden gemacht, der Molotow-Cocktail. Muss man probieren, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall wieder da. Meine Theorie ist nach wie vor, dass der jetzt weiß, wer ihn getötet hat. Und dass er ja, das einen Angriff machen will. Hier ist voll das karge Land, hier sind keine Bäume mehr. Ja, du bist wahrscheinlich. So ah, hier, ist der, hier kommt der Zaun, ja. Ah, ja, genau. Bei mir ist jetzt gerade recht schön eigentlich. Einige Kisten, einige Fasern, schöner großer Baum. Für. Lauf unser Zeug. Lauf jetzt am. Zaun nach unten bis zum See und dann laufe ich wieder zurück. Sehr gut. Oh, da ist noch richtig viel Fasern. Das gefällt mir hier. Aber Kisten eher weniger. Wo
Ich habe irgendwo gerade ein Hühnchen gehört. Wo ist es? Hol's dir. Wäre der Plan, ja. Wenn ich sehen würde. Ah, ich sehe diesen großen See, wo wir mal ursprünglich waren. Ah, und Ah das ist ja. noch ein großer See hier. Vielleicht kann ich da auch ohne Bier. Ciao. Sehr gut. Lass mich bitte. Hier, der See ist auch relativ groß. Da könnte ich auch mal angeln probieren. Wenn der Bär weg ist. Ist das Hühnchen wieder weg? Mann, ich hab's gar nicht gesehen. So. Hier angeln wir mal. Linke Maustaste anhaken, genau. Ah, hier ist es. Komm her, Hühnchen. Moorhuhn. Oh, ist das schön hier. Das können wir auch gut als Video nehmen. Oh, Ah sind ja, gleich links hier zwei kann man auch. Hühnchen. Hier kann man auch gut Fische Nein, fangen. daneben, scheiße. Ist das für ein Fisch? Ah, ein junger Lachs. Da vorne ist doch der andere große See. Da laufe ich jetzt noch hin. Es ist ja gerade Ja, erst ich muss. Mittag. Jawohl, Hühnchen Schwarzbär. gefangen. Schon ein bisschen wieder die Felsen absuchen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Schöner Wasserfall. Oh, der Bär guckt mich an, glaube ich. Bin ich jetzt zu nah am Bär oder nicht? Ich weiß es nicht. Da habe ich mich gerade gefragt, warum ich hier noch weiter Schön. am See laufen kann. Ich dachte, hier kommt ja irgendwann der Ding, aber ich bin ja jetzt in die andere Richtung, könnte ich ja einmal rumlaufen. Bist du denn? Ach, da oben bist du. Das ist für mich noch schwarzes Gebiet, da war ich noch gar nicht. Ich bin ja schon einmal komplett um See rumgelaufen. Ah ja, stimmt. Das heißt, Wir der haben schon See mal da an hinten sich ist. gespawnt, gell? Ja, das heißt, der See an sich ist bei mir noch schwarzes Gebiet. Weil ich bin ja nicht durchgeschwommen, aber. Kein Also Felsgestein. jetzt haben wir dann genug für die Klamotten zumindest schon mal. Federn oder Stoff? Federn. Okay, Stoff fehlt noch eins. Aber ich habe jetzt wieder 3 Schuss beim Gewehr und 3 Schuss bei der Schrote. Also das sollten wir hinkriegen. Ah ja. Bisschen Eisen hier. Ach, schön. Hier ist es richtig schön. Also mir gefällt das Spieldesign schon sehr gut. Muss ich sagen. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist War zwar auch kein noch Scum, seine. aber diese Landschaft, also diese Jahreszeiten halt. Ich weiß nicht, ob es das bei Scum auch gibt. Das weiß ich auch nicht, ne. Also da gibt es halt bloß die ganz normalen Biome, also dass halt irgendwo Schnee Genau. dann kommt und so, aber. Bisher hatten wir nur Regen und Sonne. Ja. Das gefällt mir hier eigentlich recht gut, das Prinzip hier. Ja, gut, hier liegt halt das. Der Fokus auch nur aufs ganz normale Überleben. Genau. Bei Scum ist ja eigentlich auch eine Story dahinter. Echt? Ja, du sollst eigentlich von der Insel runter, also du Ach, sollst eigentlich von stimmt. der Insel fliehen. Hast du schon mal geschaut, wie man das macht? Nee. Wieder ein Ui, Bär. schön. Hier ist so ein großer Baum, ich würde den gern klopfen, aber da ist so ein Bär in der Nähe. Ich bin gerade bei unserem ersten See, glaube ich. Wo wir im Testspiel waren. Oder? Boah, hier sind voll viele Hühnchen und Hasen. Keine Pfeile mehr, das ist doch scheiße. Oh. Doch nicht da, wo ich dachte, dass ich bin. Wieso, wo bist du denn? Ja, hier ist so ein See, aber der ist so ein Zaun abgesperrt, der See. Der See ist mit Zaun abgesperrt. Ja, weil es schon Mapende ist. So. Aber es gibt hier noch einen See. Irgendwo in der Nähe. Also ich bin da ganz in der Nähe von unserem Beginnersee, glaube ich. Aber die Zeit ist um, deswegen hat man auch gerade das Geräusch gehört. Das ist mein Timer gewesen. Und
Dann würde ich mal mich hochstellen und abmoderieren. Jo, Vielen denk Dank dran, fürs. Was? Was? Sag du? denk dran, wenn du an einem See bist, schau rein, ob es Muscheln gibt, weil die Perlen brauchen Perlen wir brauchen wir, erst. stimmt. Ich habe es gerade schon eine geholt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns über eure Unterstützung und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Ciao! Ciao!